Wird auch relativ groß, aber wird in Massen angebaut. Und dann kommen so Sachen raus, so hoch nach oben. Kann man auch Squats drauf machen als Frau. Vorab, Leute, die ersten paar Minuten sind leider mit einem scheiß Mikrofon gewesen, weil ich nicht aufgepasst habe, aber die sind einfach so lustig, dass wir sie nicht rausschneiden wollten. Das Video ist zu lustig geworden, Leute. Sieht einfach aus wie eine Kartoffel, Mann. Ich sehe gar nicht albanisch aus. Du siehst überhaupt nicht albanisch aus. Leute, viel Spaß mit diesem Video. Hallo, was geht? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Mit dabei ist heute liebe Petrit. Was geht? Was geht ab, Freunde? Leute, ihr seht es vielleicht, wir befinden uns gerade hier im wunderschönen Albanien. Wir sind sicherlich nicht in einem UFO-Zimmer vor einem Greenscreen und ich hoffe, dass meine Facecam jetzt nicht ausgeht. Petrit. Ja. Was haben wir heute vor? Ja, ich musste mich durch Stauwagen für eine Albanien-Challenge. Albanien-Challenge, wenn ich bitten darf, weil wir werden ja keine Challenge über den Land machen, sondern über also den ja, Albanisch-Challenge. Aha. Und ich werde Rebi quasi Wörter vorlesen. Ja. Du musst halt erraten, was das bedeuten könnte. Und ich werde Petrit noch ein paar Sachen in Altdeutsch vorlesen. In Altdeutsch? Ob ich die checke, so einen auf dem. Es gibt Leute, ich bin mir sicher, also ich habe eben Sprüche davon gelesen, ich kann sie selber nicht. Ein paar Sachen kann ich, aber es gibt ein paar Sachen, wo du dir fragst, hä, was ist das? Aber ich würde sagen, Petrit, fang erstmal mit dir an. Digga, okay. Lass mal verlauten, was für ein Wort darf ich erraten? Das erste ist übereinfach, das würde ich davon checken. Banjo. Banjo. Ja. Ja, Banjo. Dieses Ding. Nein, nein. Banjo. Ist doch, kannst du... Ist Spanisch, ne? Ist Spanisch auch, ja. El Banjo, was war das nochmal? Ist in diesem... Also, ihr habt das in dem UFO, habt ihr sowas auch. Und es ist ein paar Quadratmeter groß. Abstellkammer. Nein, aber du bist schon mal so... Toilette. Nee, Bad. Bad. Nein, nein, nein. Doch, Pissoir. Doch, Klo, ne? Bad. Ja, Bad. Ja, Bad. El Banjo, genau. Bad. Easy. Was ist der Artikel im Albanischen? Wir haben keine Artikel. Was ist das für eine Sprache? Hä, wir haben keinen Artikel. Ja, wie willst du dann wissen, welches Geschlecht was hat? Wir haben männlich und weiblich, aber wir haben ja, also trotzdem, wir leiten das so am Ende. Ah, alles klar, Leute, machen wir direkt weiter, Petrit, erzähl mir weitere Wörter aus Albanien, bitteschön. Tren. 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 Zug. Das heißt so? Ja. Das ist Spanisch, ne? Tren, Tren, ja klar. Ja, ja. Aber Train und Tren, Alter, okay. Ja, ja. Pass auf, Petrit. Gleich noch kompletter Kontrast. Du bist so dumm, pass auf. Panzerschokolade. Panzerschokolade. Aber es ist keine Schokolade, ne? Nein. Ich gebe den Hinweis, okay? Krass, einfach so Wörter, die ich kenne, aber ich kann damit nichts anfangen. So. Ich gebe den Hinweis. Zweiter Weltkrieg. Panzerschokolade? Mhm. Ja, Zweiter Weltkrieg. Also ich kenne mich ein bisschen aus dem Zweiten Weltkrieg, aber trotzdem. Wer war es im Zweiten Weltkrieg? Goethe, ne? Spaß, Digga, chill. Ich hab Geschichte 1, Alter. Ja, wahrscheinlich der Hauptsonderunterschule, Alter. Deutsche Soldaten haben das genommen. Oh, das sagt mir sogar was. Echt jetzt? Ja, tatsächlich. Okay, ich werde aber nicht drauf kommen. Ja, Scheiß, sagt dir das was. Das ist was zu essen, also ist was zu essen? Ja. Also irgendwo ist ein Care-Package, irgendwie sowas. Was ja, man, so eher medizinisch im Bereich. Schon so eine Art, nein, nicht Doping, aber so. Doch. Ja? Ja. Ich werde nicht drauf kommen. Das ist Meth. Ach, Crystal Meth hieß damals Panzerschokolade. Ach, krass. Das wusste ich sogar noch, Du musst du zensieren müssen. Okay. Pill. Das muss ich schon zensieren. Nein, das nicht, aber... Das deutsche Wort. Penis. Also, pass, also... Schwanz. Ja, aber denk mal so in anderes Ufer, so. Scheide. Ja. Aber ja? Scheide muss jetzt nicht unbedingt zensieren. Vagina. Ja, das... Ja, siehst du mal, ich kann mich gebildet ausdrücken. Okay, perfekt. Folgende Redewendung. In vollen Wix. In vollen... Wix. Das hat nichts mit Jizz zu tun, ne? Nee. Nee, hat das auch. Natürlich hat das nichts mit Jizz zu tun. Das ist so altdeutsch. Hab ich aber auch schon mal gehört. Ja, ich ja auch, aber... In vollen Wix. Tatsächlich. Dein Opa hat mal so gesagt, Job hätte... Nein, nicht mein Opa. Club. Und zwar sind wir in vollen Wix. Ich muss mir einen Tipp geben. Das okay. Kann damit nichts anfangen. Es hat was mit Kleidung zu tun. Kleidung? In vollen Wix. In voller Pracht? Mhm. So ungefähr. Das ist, wenn du dich fein kleidest. Ach krass. Wenn du gute Klamotten hast, dann bist du in vollen Wix. Leute, hä, was deutsche ist Sprache ist genauso wild wie jede andere Sprache. Es ist halt einfach so, ne? What the fuck? Ich stell dir mal vor, ein Kollege sagt zu dir, ey, Club, was bin voll Wix dahin. Also ihr könnt mich nicht judgen, Leute, als ob ich diese Wörter benutzt. Ganz kurze Einblendung, Leute. Schaut mal bitte. Das bin ich nicht. Pedro Pascal, der Narcos und Game of Thrones Schauspieler, sieht doch genauso aus wie Petrit, wenn er alt wird. Leute, Petrit, du wirst genauso aussehen. Aber der Schauspieler, guck, aus dir kann noch was werden. Ja, aber... Ja, komm, mach mal. Bin ich schöner? Nein, bist du nicht. Mach ein deutlich schön. Petrit, mach mal weiter, komm. Okay, das ist aber auch richtig einfach. Mhm. Ich hab einfach richtig einfach ausgesehen. Bicicleta. Okay. Bicicleta. Ja. Bicicleta? Ja. Was ist das denn? Denk mal an das, also... Bicicleta, warte, lass mich überlegen. Auto? Nein. Nein, warte. Denk mal an... Also Fahrrad, Bicycle, ja. Bicycle, ja, Bicicleta. Easy, Alter. Okay, Patrick, jetzt kommt noch was richtig Altdeutsches, ja? Und zwar... Ich hab so richtig einfache, Gold. Ich könnte auch gleich irgendwas anderes sagen. Pass mal, ich suche noch mal eins raus, was ich auch kannte. Jemandem am Gängelband halten. Ja, das hat jemand am Gängelband halten. Gängelband. Also nicht an der Nase herumführen, das wird das nicht halten. Ja, wenn du jemanden am Gängelband hältst. Was ist ein Gängelband? Ach so, das weiß ich nicht. So, das war jetzt nicht.
Warte, jemanden am... Überleg, was könnte ein Gängelband sein? Ich weiß nicht mal... Das ein Gängelband. Kennst du jemanden zu gängeln? Nein, wenn du jemanden gängelst. Das Wort höre ich zum ersten Mal. Was heißt das? Wie lange wohnst du schon in Deutschland? 2004. Digga. 13 Jahre, pass auf. Gängelband ist, wenn du jemanden an einer kurzen Leine hältst, jemanden gängelst, jemanden zügelst. Zügelst, ja. Zügelst. Weißt ja, du? Ich weiß, was Zügel bedeutet. Nein, weißt du nicht. Doch. Du weißt nicht, was Leben bedeutet. Mach einfach weiter, komm. Kumpira. Kumpira, Kumpira. Nein, Kumpira. Das hat, den kannst du gar nicht mehr ableiten. Ist ein Lebensmittel. Banane. Wobei, das ist eigentlich Umgangssprache. Und das richtige Wort heißt Patorte. Ja, Kartoffel. Ja, ja, Junge, Kumpira ist umgangssprachlich. Kumpira, hä? Was? Macht ja gar keinen Sinn. Okay, was ist ein Lotterbube? Was? Ein Lotterbube. Ja, Moment, wenn Deutsch wäre, dann war ich... Lotterbube. Lotterbube? Ja. So ein Kurier oder so? Ja. Was? So ein Bub, der für dich läuft? Ein Bub? Nochmal. Ein Lotterbube. Bube. Ja, Lotterbube. Ja, Bube ist ja ein junger Mann. So ein... Ja, Knecht, ja. So. Und Lotter? Lotterbube. Überleg mal, Lotterbube. Was könnte ein Lotterbube sein? Ey, ich bin gebildet, Leute, aber trotzdem. Scheiße, Mann, ich habe die ganze Zeit ohne Ton aufgenommen. Müssen wir nochmal? Scheiße, oder? Aber der Kamerasound geht eigentlich voll fit, oder? Gut, Petr, was hast du für mich? Kalamotsch. Kalamotsch? Ja. Kalaschnikow. Nein, Digga! Was zu essen? Das was zu essen. Kalamotsch. Boah, Kalamaris, so ein Fisch. Boah, Digga, nein. Hä, hey, aber Kalamotsch. Das wächst, das kann man anbauen, auch in Deutschland. Tomate. Nee, aber, nee. Gurke. Das, die Pflanze wird auch relativ groß, aber wird in Massen angebaut. Und dann kommen so Sachen raus, so hoch nach oben. Kann man auch Squats drauf machen als Frau. Hä? Ananas? Gurke? Fast Gurke. Zucchini. Komm, denk die Form ist schon mal richtig. Was, Junge? Warte, lass mich überlegen. Gurke, Zucchini, nein. Komm, man isst, man kann's grillen. Aubergine. Nein, man kann's grillen, man kann's kochen, man kann daraus... Spargel. Man kann daraus was Süßes sogar machen. Süßkartoffel. Nein, Mais. Mais, Junge. Mais, Alter. Ist das dein Ernst? Ja. Junge, fucking ernst. Kalamotsch, Alter. Warte, das Wort, das kenne ich sogar. Warte. Ich muss nochmal jetzt... Genau. Petret, vermaledeit. Die Gastwirtschaft wie, Indisch oder so, Alter. Was? Vermaledeit. Vermaledeit, das ist aber irgendwie nicht das hochdeutsch. Das wird immer noch benutzt teilweise von älteren Leuten. Ja, von älteren. Das ist aber jetzt verdammt vermaledeit. So. Vermaledeit, okay, aber. Okay. Verflixt und zugenäht. Ja, genau, verflucht. Hast du das noch nie gehört? Nee, das habe ich noch nie gehört. Echt nicht? Nee. Junge, ja, redest du mit Deutschen über 50? Kann sein. Mein Vater redet, der ist ja Krankenpfleger, der schon, aber der kennt das Wort. Der kennt das Wort. Der kennt das auf jeden Fall. Der ist voll Alman. Auf deinen Vater, guter Mann. Der ist voll Alman. Okay, mach weiter, komm, gönn dir. Lume. Lume. Glühbirne. Fucking Glühbirne, nein. Könnte aber sein eigentlich. Also. Blume einfach nur. Nee. Ohne B. Es ist in der Natur. Aha. Und es ist relativ flüssig. Wasser. Das ist schon mal ein guter Ansatz, Wasser, aber wo gibt's überall Wasser? Fluss. Ja, Fluss. Aha, Blume. Vor allem Fluss. Relativ flüssig, fucking Fluss. Fucking Fluss, Digga. Du bist so hart hohl, Alter. Ja, ich mach das extra. Boah, das kenne ich auch noch. Ein Schultheiß. Yes. Als würde der einfach aus Sri Lanka kommen. So hörst du das für mich an. Nochmal? Schultheiß. Schultheiß? Der Schultheiß. Das hat nichts mit Schulden zu tun, ne? Nee? Weiß ich nicht. Achso, warum reagierst du denn so? Ja, ich. Ja, wenn du jemand was schuldig bist, nein. Dann bist du schultheiß. Dann bist du. Nein, nee. Wenn du drauf stehst, beim Sex Schulden zu. Okay, warte, chill. Schultheiß, also. Könnte heißen. Ich habe keinen Plan, muss mir Tipp geben. Schultheiß, pass auf, ein Schultheiß ist der Gemeindevorsteher früher gewesen. Von einer Gemeinde. Da wäre ich nie drauf gekommen. Da hättest du mir sogar 10.000 Euro angeboten, dass ich da drauf komme. Ich hätte wahrscheinlich bis Weihnachten hier gerätselt. Alter, okay. Das ist aber auch einfach Schkola. Schkola. Ja. Stuhl. Nee. Cola. Warst du schon mal im Balkan? Also das überall. Nee, ich war in Bulgarien, war ich. Da müsste eigentlich. Goldstrand, aber das ist ja nicht Balkan, ne? Das Goldstrand ist halt so voll Allmann. Da habe ich nichts mitbekommen. Schkola, das Wort. Getränk. Ist im Englischen fängt es auch mit dem gleichen Buchstabe an. Im Deutschen. Schule, School. Ja. Ja, easy. Okay, Petret. Was ist Bohai? Hilfe. Fuck, er sagt das. Das sind alles Wörter, die benutze ich teilweise selber noch. Nein, wir kennen uns seit 6 Jahren, du benutzt das noch nie. Du sagst, boah, Bruder, Digga, lass mal rausgehen.
Was Digga, für Bohai, Digga? Digga, im Deutschen, im Kölschen ist das sogar noch Kölsch. Mach mal jetzt eine Bohai. Ich bin kein Kölner. Digga, okay. Was ist Bohai? So ein Tipp, so wann benutzt, also wann kann man das benutzen? Also welcher Situation, also welcher, ja, pass auf. Wenn man feiern geht. Mach mal nicht so ein Bohai. Ja, mach mal nicht so ein Radau, mach mal nicht so Panik, mach mal nicht, Radau. So, dass ich das Wort überhaupt kenne, ne? Mach mal nicht so. Ja, mach mal nicht so einen Umstand, mach ja, mal nicht so einen Schwachsinn hier, ja, so ein Blödsinn, ja. Hast du noch was für mich? Komm, mach so ein richtig krankes Wort. Schweres? Ja. Kennst du, wenn du, kennst eigentlich richtig viele so, aber man guckt. Nein, ich glaube, du kannst die Sprache gar nicht. Doch, ich bin dort aufgewachsen. Mhm, alles bin klar. Zur Schule gegangen. Okay, du weißt es mir. Mach einen Satz, ich will einen Satz haben. Einen Satz aus deinem Alltag, den du, den dein Patrick aussagen würde. Ohne er kam Karin Emal. Nochmal? Ohne er kam Karin Emal. Er kam. Ein langer Penis. Ich habe einen langen Schwanz. Ja, richtig. Würdest du ja niemals in deinem Leben sagen. Nee, weil ich auch nicht, auch nicht. Weil das ist auch. Weil Lügen darf man ja nicht. Ja, ne? Genau. Leute, das war's mit diesem wunderschönen Video. Schaut auf jeden Fall bei Patrick vorbei. Da gibt's nämlich keinen zweiten Teil zu sehen. Aber lustige andere Videos. Ja. Leute, macht's gut. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.